ungefähr 2,5 Stunden nichts. In die Richtung ist 2 Stunden lang auch nichts. Würde ich sagen, gehen wir mal noch zu den schönsten. Und jetzt ist leider Folgendes passiert und es ärgert mich jedes Mal. Ein neuer Tag ist angebrochen und ich glaube, schlimmer kann es gar nicht mehr werden. Also wir haben jetzt hier die Schnee- und Winterregion erreicht und wir sind immer noch in Kalifornien. Das darf man nicht vergessen. Und wir kamen gerade auf die glorreiche Idee, machen wir doch mal einen kleinen Ausflug. Wir haben ja schließlich einen, nennen wir es SUV, der wird das ja wohl packen. Ende der Geschichte ist, wir sind im Schnee stecken geblieben, wir haben kein Allradauto, wie wir dachten. Und die Allwetterreifen taugen auch für nichts, also durften wir das Auto zurück rausschieben. Das könnt ihr euch jetzt mal hier anschauen, wie das dann bei uns aussieht. Alte Opa-Trick. Warte, ich schieb mal ein bisschen. Okay, warte, jetzt. Okay. Oh, weiter, weiter, weiter. Wir dachten uns, wenn wir schon auf dem Weg nach Vegas sind, können wir einen kurzen Abstecher über Schnee machen. Aber so klug war das gar nicht. So geht's auch. Übrigens mit Sommerschuhen, ne? Was sagt der Fahrer? Alles gut. War eine gute Idee, ne? Aber wenn man nicht irgendwann mal doofe Ideen im Leben hat, erlebt man auch nichts. Und unser Auto hat gar kein Allrad, haben wir festgestellt. Gut, dass man mit über 30 noch so einen Scheiß macht, ne? Und weil wir keine Lust mehr auf Schnee und Regen und ja, einfach nur so ein Mistwetter haben, fahren wir jetzt nach Vegas. Wir haben zwar noch 8 Stunden vor uns, aber dort haben wir garantiert besseres Wetter und es wartet eine sehr, sehr coole Corvette auf uns. Ein neuer Tag ist angebrochen und wir sind in Vegas. Und was haben wir heute ausnahmsweise dabei? Die Sonne. Wir haben es draußen, 52 Grad, das sind ungefähr 11 Grad Celsius. Das heißt, das Wetter ist auf unserer Seite. Wir hatten gestern Abend noch einen netten Walk über den Las Vegas Boulevard, hatten aber auch eine 9-stündige Anfahrt oder etwas sogar über 9 Stunden. Und haben uns heute sehr darauf gefreut, die Corvette uns anzuschauen. Und jetzt ist leider Folgendes passiert und es ärgert mich jedes Mal und es passiert unglaublich selten mittlerweile. Früher war es viel schlimmer, aber es passiert immer noch und es ärgert mich brutal. Der Typ hat mir erzählt, das Auto ist von seinem Vater und der hat alle Rechnungen und der hatte an der rechten Seite eine kleine Stelle, die lackiert werden müsste. Alles kein Problem. Wir fahren also diese 9 Stunden nach Vegas und was ist bei rausgekommen? Das ist irgend so ein unterentwickelter Händler, der Meinung war, mir irgendeine Story erzählen zu müssen, damit er dann dieses abgefuckte Auto verkaufen kann. Die Türeinlässe, da war überall Spachtel, die waren gerissen. Also es war so eine brutale Lüge. Der Motor sprang am Anfang nicht an. Okay, das passiert auch mal, das ist auch gar nicht so schlimm. Aber da hat ja nichts funktioniert.
innen drin die ganze, bei 32.000 Meilen, da gehe ich davon aus, dass die Innenausstattung schick ist. Dann erzählt er mir, sein Vater ist groß und schwer und hat immer Schwierigkeiten gehabt, da rauszukommen. So ein Bullshit. Nach ungefähr anderthalb Minuten wusste ich, dass die ganze Nummer hier nicht stimmt. Und dann hat er einen Typen erwähnt, den ich zufällig auch kenne. Und dann, wie auch immer, das ist der größte Bullshit. Und der Typ ist wirklich ein Penner. Da macht Autosuchen überhaupt keinen Spaß. 0,0. Wirklich 0. Aber was sollen wir machen? Das ist halt so. Auch solche Menschen muss es geben. Wir gucken mal jetzt noch, ob wir noch ein, zwei andere Autos in Vegas finden. Ich hatte noch was rausgesucht, aber das war nicht meine erste Wahl. Wir schauen sie uns trotzdem vielleicht noch an. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal weiter. Ich habe keine Ahnung, aber wir müssen erstmal was tun, damit die Stimmung hier ein bisschen besser wird, weil 9 Stunden fahren für nichts ist halt auch einfach wirklich für einen Arsch. Das wäre, als würdest du aus Berlin, weiß nicht, bis nach Norditalien, nach Südtirol oder so fahren. Für was? Für nichts. Wir müssen die Sache jetzt mal vergessen. Wir haben jetzt noch eine kleine Notlösung. Wir gucken uns mal schnell einen 380 an, den wir hier in der Gegend haben. Mal schauen, vielleicht ist der ja was für uns. 1, 2, 1, 7 and then press pound. Oh, now it works. Okay, great. I'm coming. Okay, bye. Okay, bye. Ah, das ist eine gated community hier. Hier ist die Welt in Ordnung. Cooler Typ, aber das Auto war ja mal gar nichts. Also der Preis, da passt ja gar nichts zusammen. Preis, Leistung und Zustand und da passt ja mal gar nichts. So, jetzt haben wir uns überlegt, alles ist schief gelaufen. Keine Autos hier, das war alles nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Das haben wir uns überlegt, wir machen kurz einen Abstecher zu Shelby America und zeigen euch einfach, was die so ein bisschen hier so versteckt haben. Guck mal hier, das Ding ist wahrscheinlich schon 3 Millionen wert. Und hier hast du die ganzen ersten originalen Shelbys und die sind fast alle zu verkaufen, aber es sind alles Millionen. Also das ist richtig krass. Wenn das keine Replikas sind, sind die immer richtig teuer. Das Ding ist hier aus Edelstahl gemacht und aufpoliert und das Ding sieht unglaublich gut aus. Manche haben ja so eine Spiegelfolie auf ihren Autos. Und hier ist das einfach das Edelstahl, ne? Und es ist dazu noch ein Daytona Coupé, die sehen eh noch ein bisschen schnittiger aus, haben einen sehr kurzen Überhang, sind sehr weit nach hinten versetzt. Der Motor ist relativ weit hinter der Vorderachse, damit die Balance super sitzt. Also das Ding, das macht richtig Laune. Und hier haben wir dann nochmal so eine AC Cobra, auch aus Edelstahl. Da sehen wir sogar, dass das poliert ist so ein bisschen und gebürstet. Mega. Das macht doch richtig Laune, die Dinge. GT350 finde ich mega cool. Curry Shelby hat selber gesagt, dass der einzige wahre Shelby eigentlich nur der 65er und 66er 350 ist. Warum? Weil das halt wirklich noch Rennwagen waren, die relativ leicht waren. Und die späteren 67er, 68er, 69er und 70er waren eher so Luxury-Autos für die Reichen, die einfach was zu fahren haben wollten. Das heißt, das ist eigentlich das letzte pure Sportmodell, was er hatte. Hier haben wir einen GT500. Wie ich finde, von 1967 ist das somit die schönste Form. Auch die Schnauze sieht schöner aus als beim 68er, wo vorne noch dieser GFK-Überhang ist. Da scheiden sich auch die Geister. Das ist ein 427 Side-Euler.
Wurde nur kurze Zeit verbaut, dann kam der 428 Police Interceptor und 68 kam dann schon der 428 Cobra Jet. Also relativ selten gebaut, war auch ein bisschen anfällig, wurde nur das erste halbe Jahr ungefähr verbaut. Es wurden nur 47 GT500s mit diesem 427er Motor ausgeliefert. Also der Wert von dem Ding ist ordentlich. Und die hatten 1967 bereits 425 PS angegeben. Das kann ein bisschen nach unten und nach oben variieren. Aber 425 PS in so einem Ding, das macht richtig Laune, das kann ich euch sagen. Kommen wir so ein bisschen hier zu der neueren Generation. Das sind diese Shelby Super Snakes, die dann 1000 PS haben. Das ist natürlich dann so ein richtiger Brecher, ne? Also ich finde, dass dieses Modell hier, das sind die 14er, 13er, 14er Jahre, dass der eigentlich mit am coolsten aussieht. Auch die sind verbreitert und haben eine ganz andere Aufhängung. Aber das sind schon richtige Powerpakete. Hier sehen wir mal, wie so eine Super Snake innen drin aufgebaut ist mit dem Kompressor. Ob das durch den TÜV geht? Vermutlich nicht. Hier haben wir einen neueren GT40. Carol Shelby hat damit ja eine lange Verbundenheit, wo sie 64 und ich glaube 65 war das, die Ferraris in Le Mans geschlagen haben. Da war ja Carol Shelby mit, der Rennfahrer sogar, glaube ich, oder der Ingenieur, eins von beiden, da bin ich mir jetzt sicher. Da gibt es auf jeden Fall eine gute Verbindung und Shelby war da maßgeblich daran beteiligt. Deswegen wird das wahrscheinlich auch hier stehen. Ansonsten haben wir jeglicher Art von Mustangs. Hier haben wir noch einen Drag Racer. Das ist hier ein Prototyp. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal noch zu den schönsten. Wenn man sich so ein bisschen das Cockpit anschaut und die Fahrzeuge, dann ist das wirklich total spartanisch. Du hast innen drin nur das Nötigste. Da ist die Benzinanzeige, die Geschwindigkeitsanzeige, Drehzahlmesser. Aber da ist wirklich nicht mehr viel, was du sonst noch benötigst. Brauchst du auch nicht, weil die Dinger gehen nur nach vorne. Da brauchst du keine Helferleine oder sonst irgendwas. So, jetzt gibt es hier was wirklich Krankes. Also ich meine, die Dinger haben ungefähr zwischen 300 und 400 PS, je nach Konfiguration und welchen Motor. Aber das Ding hat einen doppelten Paxton-Kompressor. Das heißt, 427er Motor mit zwei Kompressoren, der knallt hier wahrscheinlich 700 PS ohne ABS, ohne ESP oder sonst irgendwas raus. Wenn ich mir die Hinterreifen angucke, dann ist das schon fast Formel 1 Niveau. Das Ding ist was für richtige Männer. So, wir haben einen kurzen Abstecher hierher gemacht. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück, weil wir haben noch ein bisschen zu tun. Wir können hier nicht nur rumbummeln, wir müssen noch ein bisschen arbeiten, ne? Eigentlich sollte das Video jetzt zu Ende sein, aber wir sind hier gerade noch durch Zufall über die Route 66 gefahren. Wir fahren jetzt nach 29 Palms. Wo das ist? Im absoluten Nirgendwo. Also wir haben weder Handyempfang, wir haben kilometerweise überhaupt keinen Menschen oder irgendwas gesehen. Da schauen wir uns jetzt nochmal eine Corvette an. Das ist diesmal eine 89er. Also wir fahren jetzt hin. Lass uns überraschen, was wir da vorfinden. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt bei gefühlten 5 Grad oder sowas. Wie man sehen kann, geht gerade die Sonne noch unter. Sind wir jetzt hier mitten in der Wüste. Wir hatten in die Richtung nach Las Vegas ungefähr 2,5 Stunden nichts. In die Richtung ist 2 Stunden lang auch nichts. Und wenn wir ungefähr 2,5 Stunden in die Richtung fahren, kommen wir irgendwann nach L.A. Das bedeutet, wir schauen uns jetzt schnell das Auto an, weil es ist wirklich kalt. Ich habe es mir gerade schon ein bisschen angeschaut. 89er Corvette. Hat ein paar Probleme. Das ist typisch bei Autos, die aus der Wüste kommen. Die Gummis sind hier komplett hinüber, aber die kann man in einem Kit kaufen. Das ist überhaupt gar kein Thema. Das war ein Highschool-Auto. Teppich ist ein bisschen runter. Die Sitze sind fest. Die sind normalerweise immer gerade, die Sitzwangen sind meistens durch. Der hat super eingestaubt. Ne? Also das ist hier, das gehört halt dazu, wenn ein Auto aus der Wüste kommt. Ne? So, wir schauen uns aber mal die Grundsubstanz jetzt hier an, um zu schauen. Haben wir hier ein gutes Auto oder nicht? Was ich aber weiß, ist, dass er nicht startet, weil es irgendwo einen Kurzschluss mit dem Kabel gab. Beziehungsweise ein Biber oder Marder würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber
vielleicht ein Roadrunner oder sowas das Ding angeknabbert hat. Da müssen wir nochmal gucken, was er hat. Das hier sieht alles so ein bisschen brüchig aus. Dann ist es auch kein Wunder, dass das hier so ein bisschen, ja, dass das nicht so funktioniert. Also ich vermute mal, wir werden hier so ein, zwei Kabel tauschen müssen. Das hier natürlich lose. Das ist immer lose bei den Wetten. Warum? Weil hier die Batterie ist und ja, das ist ja hier das Tempomat. Und damit man an die Batterie rankommt, muss man hier immer das Tempomat abschrauben. Deswegen hängt das hier so ein bisschen lose rum. Reifen vermute ich einfach mal fast, dass wir die eh neu kaufen müssen. Weil wenn die aus der Wüste kommen, sind die meistens porös. Vorderreifen sieht tatsächlich auch noch gut aus. Ich sehe auch gerade, die Vorderreifen sind neu. Da sind sogar noch die Nippel dran. Aber die Felge ist Schrott. Die hat nämlich einen Schlag weg. Ja, ich glaube, jetzt weiß ich auch, warum der nicht anspringen möchte. Weil wenn er keinen Zündfunken kriegt, dann springt sowas auch nicht an. Kein Benzingeruch, das ist schon mal gut. Und auch kein Ölgeruch, das ist noch besser. Ansonsten, wenn ich mir hier so die Haube anschaue, würde ich fast sagen, dass hier, also der hat hier schon mal aufgesetzt, da muss er schon mal einen ganz schönen Rums bekommen haben. Dazu muss man aber sagen, aus der Region, wir sind hier jetzt mit dem Mietwagen lang gefahren, hier gibt es ganz schöne Huppel, wo man mal rüber muss. Da kann ich mir auch vorstellen, dass hier mal ganz gut der Reifen gegen gekommen ist. Was aber dann wiederum gegen die Stoßenden verspricht. Aber die sehen erst mal gut aus. Auch hier sieht das alles wieder staubig aus. Aber das ist wirklich nur, wie gesagt, der Staub. Das passt. Gummis müsste man hier nochmal tauschen. Aber ansonsten, wir schauen mal, was die Besitzerin sagt. Die fährt morgen nach Alaska. Das bedeutet, die ist auch lange nicht oder wird eine Weile nicht mehr da sein. Von der Substanz her ist das wirklich kein schlechtes Auto. Natürlich ist er von der Sonne angegriffen, aber dafür ist das halt eben ja, die Rechnung, die man dafür tragen muss, wenn man ein Auto aus der Wüste holt. Ne? So, wir haben uns jetzt gerade mit der Dame unterhalten und das Problem ist, es verhandelt sich immer schwieriger mit Frauen als mit Männern. Mit Männern kann man die Sachen direkt vor Augen führen und sagen, schau mal, das und das ist defekt. Und dann sagt der Mann, ja, da hast du recht. Okay, wir finden einen Weg. Bei der Frau ist es so, die sagt, ja, mir gefällt das Auto trotzdem. Ende der Geschichte ist, wir sind uns beim Preis nicht einig geworden. Das bedeutet, das Auto bleibt hier, aber wir machen uns jetzt auf den Weg nach Los Angeles. Wollen nochmal was Gutes essen und dann geht's morgen schon wieder weiter.